Vergleichsoperatoren werden benutzt für den Vergleich von arithmetischen Ausdrücken. Und Vergleichsoperatoren dienen dann dazu, boolsche Ausdrücke zu definieren, die genutzt werden können, beispielsweise als Schleifenbedingungen bei der Weileanweisung. Gleichheit, ungleich, kleiner, kleiner gleich, größer und größer gleich. Genau dafür gibt es Operatoren und das sind die folgenden. Gleich gleich ist die Gleichheit. Ganz wichtig, hier stehen zwei Gleichzeichen und nicht eins. Wenn man nur ein Gleichzeichen benutzt, ist das der Zuweisungsoperator und der ist unterschiedlich von dem gleich gleich, von dem Gleichheitsoperator. Hier kann ich schreiben, 4 gleich gleich 5. Hier ist ein arithmetischer Ausdruck. Hier ist ein arithmetischer Ausdruck. Und die werden jetzt verglichen über den Gleich-Gleich-Operator. Und 4 gleich gleich 5 ist natürlich false. Ungleichheit wird über das Ausrufezeichen und das Gleichzeichen als Symbol, als Token, ausgedrückt. 6 ungleich 7 ist true. Kleiner. Minus 2 kleiner 1 ist true. 3 kleiner gleich 3, jetzt sind wir beim kleiner gleich, also kleiner oder gleich. Operator 3 kleiner gleich 3 ist true, weil 3 gleich 3 ist. 3 größer gleich, jetzt sind wir beim größer Operator, ist false, weil 3 ist natürlich gleich 3. Und 1 größer gleich minus 1 ist true, das ist der größer gleich Operator.